und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute habe ich mal wieder ein Thema, was ich gerade irgendwie mich mal wieder beschäftigt hat und wo ich mich mal wieder frage, ja, wieso eigentlich mache ich mir darüber heutzutage noch Sorgen? Also, als ich jünger war, war ich mal in der Fahrradschule. Da konnte ich meinen Fahrradführerschein machen. Das hätte ich mir auch sparen können, weil ich es nie mehr benutzt habe. Weil, als ich damals diesen Führerschein gemacht habe, hatten wir dieses blöde Warnvideo. Und da kam dann drin vor, was wir alles beachten müssen und was uns alles auf dem Fahrrad passieren kann. Und dass dieser und jener Crash ja so schlimm sind und dass das und das und das passieren kann. Und ja. Und ich habe dann den Fehler gemacht und habe damals die Hand so gestreckt und gefragt, und wie oft kommt sowas vor? Und die Antwort von dem Polizisten war, sehr oft. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, ich steige nie wieder auf ein Fahrrad. Es ist mir viel zu riskant. So eine weitere Sache, die ich nicht mehr mache, ist mit Flugzeugen fliegen. Seit ich mal ein Video gesehen habe, in dem einer gesagt hat, die Chance, mit einem Flugzeug zu verunglücken, ist sehr viel höher als wir denken. Also, ich meine, manchmal frage ich mich, warum gibt es diese Warnvideos und wozu? Und dann ein anderes Mal habe ich dann noch einen Kurs gemacht zum Thema Sicherheit im Bus. Und ich werde es nie vergessen, da war zum einen, wurde gesagt, ein Bus kann umkippen und dann muss man das und das machen. Und zwar, da muss man dann das Fenster einschlagen. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn du aber einer bist, der gerade auf der Seite hockt, wo der Bus umgekippt ist, ich glaube nicht, dass du dann noch dir groß Gedanken über ein Einschlagen vom Fenster machst. Und dann gab es noch diesen Moment, wo er eine Tonne, die ungefähr so viel gewogen hat, wie einer von den einer meiner Mitschüler oder auch ich in dem Fall damals gewogen hätten. Und die ist dann einmal quer durch den Bus gesegelt. Und in dem Moment habe ich zu mir gesagt, nein, Bus fahren. Vergiss es. Nie wieder. Ich war ja noch nie so der Fan vom Busfahren, weil ich mir da immer vorgekommen bin wie so eine Ölsardine. Aber in dem Moment habe ich mich ultra dazu entschieden, ich werde kein Busfahrer. Der Witz ist, viele Leute sagen ja, die Chance im Haushalt zu verunglücken, beim Lampenwechseln oder im Auto, ist viel höher. Aber ich fühle mich an diesen Orten viel sicherer, weil ich da noch nie in meinem Leben irgendwie ein Video gesehen habe oder eine Reportage gehört habe, wie hoch da das Risiko ist, dass man verunglückt. Ich finde immer dieses, wenn die Leute einem das schon erzählen, dann doch bitte ohne diese Prozentzahlen. Weil diese Prozentzahlen, die machen es mir, für mich dann anschaulicher. Und ich bin dann jemand, der dann sich errechnet, wie hoch ist denn dann der Prozentsatz bei einer anderen Sache. Und ja, ich bin mit dem Zugfahren, da habe ich ehrlich gesagt noch nie ein Warnvideo gesehen oder irgend sowas. Aber so ganz, also geheuer ist das mir auch nicht. Ich denke mir irgendwie immer so, je größer das Ding, je größer ist der Knall, wenn es aufprallt und je höher ist die Chance, dass man sich irgendwie, ja, dass man irgendwie sich verletzt. Und ich gebe zu, in dem Punkt bin ich tatsächlich der Ultraschisser. Ich bin ein Schisser, wenn es einfach um solche, ja, mehr oder weniger solche Katastrophengeschichten geht. Ich bin da jemand, ich male mir immer die schlimmsten Katastrophen aus und ja, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, weil ich meine, ich bin ja selbst schon mal geflogen, ich meine, und ich bin gut angekommen. Ich bin auch schon mal mit dem Zug gefahren oder ich bin auch schon mit dem Bus gefahren im Straßenverkehr, da ist auch nichts passiert. Aber ich finde diese Ängste, die man durch diese Geschichten bekommt, ich habe die alle bekommen, als ich so 4, 5 bis maximal 12 war. Und die kriegt man auch irgendwie nicht mehr los. Also ich für meinen Teil, ich bin die nie wieder losgeworden. Ich mache mir noch heute immer wieder Gedanken über die Frage, wenn ich jetzt mit dem Bus fahre, wie hoch ist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich heil ankomme? Ich finde, wenn man so einen Vortrag hält, wäre für mich persönlich, wäre da die empfehlenswerteste Art oder die beste Ansatzweise, richtige Art, wirklich so ein Schaubild aufzustellen und zu zeigen, so viel Prozent kann was passieren und zu so viel Prozent ist noch nichts passiert und das auf ein Jahr gesehen. Ich weiß, dann überlegt man sich was, wenn man das 1% ist, das schaffe ich dann noch, aber wenigstens weiß man dann sowas wie, ja,
die Chance, dass es dann sowas passiert, ist sehr viel geringer, als ich jetzt im Moment annehme. Und ha, ich frage mich immer, wozu muss man eigentlich den Leuten immer alle, muss man die Leute immer vor allem warnen? Weil, gut, die meisten sagen dann, wegen Klagen. Weil wenn man es nicht warnt, dann wird man verklagt. Aber muss die Angst heutzutage, dass man verklagt wird, wirklich so groß sein, dass im Vergleich dann wiederum das Angst machen bei den Kindern? Also ich meine, das ist ja wirklich das Ding. Ich habe das damals, diesen Vortrag zu hören bekommen, da war ich maximal 9 Jahre. Und was erwartet der Busfahrer, dass ich dann mit 9 Jahren differenziert sagen kann, ja, gut, das ist eine hohe Chance, dass der Bus verunglückt, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Chance, dass er nicht verunglückt, noch höher ist. Als 9-Jähriger denkt man einfach nur so, oh shit, dieser Bus, der nächste Bus, in den ich steige, der kippt um. Da denkt man nicht über sowas nach, wie hoch ist die Chance, dass es nicht passiert. Und wenn man dann eben wenn dann sich solche Ängste entwickeln oder solche Sorgen, dann ist es nicht so, dass man dann sagen kann, gut, jetzt bin ich 23, ich kann diese Sorge einfach mal schnell abschütteln. Oh, entschuldigt. Mir ist gerade eine Lampe angegangen. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt höre ich auf, mir darüber Sorgen zu machen, weil ich bin 23, jetzt ist die Sorge ja unberechtigt. Ich meine, ist ja jetzt vorbei, jetzt passiert da bestimmt nie wieder was. Es ist so, dass man diese Sorgen nie wieder richtig losbekommt und dass man dann sich so denkt, nee, nee, das lasse ich lieber. Und dass damit das aber auch wiederum viele Chancen zur Mobilität oder zur Fortbewegung verwehrt. Ich meine, ich zum Beispiel, ich würde ja gerne nach Spanien reisen, aber ich habe zu meiner Babette gesagt, du, also Babette, es könnte sein, dass ich Flugangst habe. Ich meine, ich weiß es jetzt noch nicht, weil auch wenn ich dazu schon genug Videos gesehen habe und auch wenn ich schon genug von Flugzeugabstürzen gehört habe, und eins ist gewiss, mit einigen Airlines fliege ich sicher nicht. Auch wenn die um 90% billiger wären, mit denen fliege ich nicht. Da habe ich zu viele Geschichten gehört. Aber ja, was macht es? Was bringt es eigentlich, das den Kindern zu erklären? Das ist genauso wie wenn man den Kindern heutzutage erklärt, so mit 5 Jahren sie hinsetzt und sagt, also, wenn du weiterhin so viel Schokolade isst, könnte es passieren, dass du einen Herzinfarkt kriegst. Das bringt doch nichts. Ich meine, natürlich, wenn das Kind mit 50 dann immer noch so viel Schokolade isst, da ist so viel Zucker und Zeug und Fett drin, natürlich könnte es dann passieren, dass es einen Herzinfarkt kriegt. Aber als Kind hört sich das nun mal dann so an, wenn du jetzt noch ein einziges Mal Schokolade isst, dann bist du, ja, dann gehst du hops. Und ja, ich frage mich immer, wozu brauchen wir diese Vorträge, diese Erklärungen, diese großen Gequatsche drum, was könnte passieren, wenn es im Prinzip dann bei vielen Leuten mehr Angst macht, als wirklich hilft. Weil ich weiß noch bis heute, ein Teil meiner Klasse hat dann so gesagt, cool, was alles passieren kann, cool. Der andere Teil meiner Klasse ist so gewesen mit, okay. Und der nächste Teil, die waren wirklich so verängstigt, also da war ich nicht die Einzige, dass sie nicht mehr in den Bus steigen wollten. Ich meine, ich werde nie vergessen, ich bin dann in der Schulzeit, bin ich dann nochmal mit dem Bus schon noch gefahren, weil wir hatten keine andere Wahl und so. Und ja, zum Schwimmunterricht und Sportunterricht. Und ich war immer so, ich hatte immer so Herzklopfen. Ich habe gedacht, Mist, 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 wieso? Aber ich weiß, dass eine Mitschülerin Minimum, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass eine Mitschülerin sich kategorisch geweigert hat, nochmal in den Bus zu steigen. Und als ich das mitbekommen habe, habe ich es dann auch gemacht. Und ja, ich weiß, dass Schulen verpflichtet sind, den Kindern sowas zu erklären und alles auch den Kindern zu zeigen. Aber ich bin dann auch dafür, dass wir zumindest den Kindern die Zeit geben, mit alt genug zu sein, um es selbst einordnen zu können und nicht einfach nur Ängste zu machen. Weil, ja, wir sind in einer Welt, wo genug Dinge da sind, vor denen wir wirklich Angst haben müssten. Oder auch noch so eine Sache, wo ich nie vergessen werde, ist, als ich dann gewarnt worden bin vor den Pädophilen. Ich war damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber auf jeden Fall habe ich nicht mal ganz verstanden, um was es ging. Und ich bin auch keinem je begegnet. Aber dennoch war ich immer sehr misstrauisch gegenüber Fremden. Und das habe ich mir beibehalten. Einfach,
Auch wenn ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen zu alt für die bin. Einfach nur diese Sorge, dass Fremde einem was tun könnten, ist mir so ein bisschen da geblieben. Und es gibt so Dinge, diese Marotten, die man durch das, was einem erklärt wird, mehr oder weniger sich antrainiert, damit man dann geschützter ist. Und ich war eh schon so ein Kind, das eher tendenziell ein kleiner Schisser war. Ich war also der totale Schisser als kleines Kind. Also es kam zum Teil, weil ich eben eine Geschichte habe, die wirklich nicht unbedingt rosig ist. Meine ersten 2,5 Jahre sind so, man könnte sagen, wirklich Mülleimer auf, jeden Schrott, der möglich ist, reingestopft und dann Deckel drauf und ey, du bist ja jetzt alt genug, also so bin ich mir damals manchmal vorgekommen, aber es hat eben auch meine Ansicht zu vielen Dingen verändert und deswegen habe ich auch einen sehr großen Überlebenstrieb gehabt. Und dann war es für mich irgendwie immer so dieser Gedanke, warum müssen die mir diese ganzen Horrorgeschichten erzählen? Warum müssen die einem erzählen, was passieren könnte? Weil ich meine, sie erzählen einem nicht, wie oft es nicht passiert, sondern sie erzählen einem immer nur, was schon mal passiert ist. Und dieser Typ bei diesem Busvortrag, der hat dann auch, hat auch wirklich, wirklich, wirklich bildlich erzählt, was das alles für Auswirkungen auf den Körper hat, wenn so ein Bus umkippt. Also, und dann fragt man mich als damals 9 Jahre altes Mädchen, warum willst du nicht mehr in den Bus steigen? Meine Antwort zu meiner Mutter war lediglich: Mama, hör dir dem seinen Vortrag an, ehrlich. Okay. Das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ich werde euch jetzt noch das Querdenker-Quiz vorlesen und mich würde sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Hattet ihr auch so Vorträge in eurer Kindheit, wo ihr bis heute noch denkt, wieso musste ich das damals erfahren? Diese Infos, die schwirren mir heute noch im Kopf rum und im Hinterkopf und ich kann es nicht loswerden, richtig? Oder wart ihr eher bei solchen Vorträgen so jemand, der gesagt hat, gut, dass ich informiert wurde? Oder was findet ihr, wann ist so ein richtiges Alter, um sowas den Kindern zu erklären? Ja, also jetzt kommen wir zu unserem Querdenker-Quiz der Woche. Also, ein Mann kauft in Amerika Mais ein. Ein Zentner für 100 Euro. Diesen verkauft er weiter nach Afrika für 50 Euro pro Zentner. Innerhalb kurzer Zeit wird er so zum Millionär. Wie kann das sein? Ich zeige euch wie immer die Frage. Gut, und jetzt kommen wir zur Antwort. Na, gegrübelt und gegrübelt, oder ist dir die Lösung als Querdenker ganz leicht gefallen? Natürlich gibt es keinen Trick für schnellen Reichtum. Der Mann ist einfach ein Wohltäter. Vorher war er nämlich Milliardär. Oh, schieß, ich zeig's euch. Ja. Das war alles für heute. Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr dazu denkt. Schreibt mir in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook oder eben gerne auch eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Na super, eigentlich nicht gerade der beste Übergang. Naja, jetzt möchte ich euch noch was Schönes sagen, damit ihr nicht unbedingt mit solchen Gedanken ins Wochenende geht. Ja, vor kurzem ist irgendwo in einem Zoo ein Nashornbaby geboren worden. Und das ist wohl wirklich putzig. Okay, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!